wir hier eigentlich Ersatzfässer? Da hinten ist ein Panda. Da ist auch noch ein Panda. Den befreie ich gleich mal. Kann Captain Blaue Wolke sich mit dem Typen hier weiter rumschlagen? Oh, da ist noch einer. Oh, fall doch um. Oh nö, da kommt schon der nächste. Mein Gott. So, darf ich jetzt hier das Ding da vielleicht da mal in die Luft jagen und ein Stück auf Seite gehen? So, gib mir irgendwas Vernünftiges? Natürlich nicht. Bumm. So, sehr schön. Der Typ bereitet gerade mein nächstes Fass vor. Hier, vielen Dank. Ich komme vom Chef. Du bist frei und sollst mir hier das Fass überlassen. So, schauen wir mal. Wir müssen dann in diese Richtung und... schau mal, wer da ist. Pau Kuhn, der Pyromant. Pyromane kann nur einer sein und das bin ich. Host me. Junge. Die Backpfeifen. So, aber hier haben wir wieder Pandaren. Oh, eine rosa Rübe. So, wo ist das letzte? Das letzte ist dort. Hey, hier liegt eine Leiche. So, jetzt machen wir dich hier erstmal platt. Oh. Ja, du wirst auch bedient. Keine Angst. Hier kommt jeder dran. So, der müsste eigentlich gleich fallen. So ist das schön. Immer her mit den Funken. So, oder dann jagen wir das Teil hier mal in die Luft. Ja, genau. Schmeiß ein explodierendes Ölfass auf ein Fass, das gefüllt ist mit explosivem Öl. So, jetzt müssen wir uns nur noch zu dem Blutrufer hier hinten durchboxen. Könnte eigentlich noch... Oh, Mann, wo kommt ihr eigentlich alle her? Jetzt aber, mein Freund, haben wir ein Hühnchen zu rupfen. Lass den Feuerball stecken. Ach was. Hey, geh nicht weg mit dem Mist. Oh. Cool. Tötet den Kriegshetzer von Ordo. Ja, da müssen wir den auch noch suchen. Oh Mann, geh weg. Hilfe. So, öffnen wir mal kurz die Karte. Der müsste über uns irgendwo sein. Also diese Richtung. Sehen wir ja gleich. Hoffe ich doch. Gibt es einen Pfad nach oben? Dort hinten. Naja, schreiten wir den mal hoch und gucken, wo sich Olemek Kriegshetz versteckt. Oh. Das ist, glaube ich, kein originaler Pfad. Da ist ein originaler Pfad. Ach, und da sieht man schon den Totenkopf. Gucke. Da ist er ja. Den werde ich unheimlich ein bisschen Boden stampfen. Was ist das denn? Beschworenes Totem. Ich beschwöre dir auch gleich ein Totem, Junge. Oh, oh. Schnell hier, zack, zack und bam. Beschwertet einfach morgen, der Free. Free. So, damit er das nicht nochmal tut. Feini fein. So, da hätten wir alles, ne? Jawohl, ja, wir können zurück. So, wieso ich ungute Gedanken mit dieser Gegend verbunden habe, hat sich jetzt eigentlich nicht irgendwie rauskristallisieren können. Wahrscheinlich, weil damals der Hexer noch nicht so stark war, als ich das erste Mal hier war. Und die Mob-Spawn-Raten auch extrem höher waren als heutzutage.
Also da hast du den Mob gelegt und bevor der zu 100% down war, war der Respawn schon wieder da. Da hast du echt gucken müssen, wie du da allmählich vorwärts kommst. So, was haben wir hier eigentlich? Tempel des Weißen Tigers. Ach so. Ja, ja, machen wir dann auch noch. Wie schaut's hier aus? 94%. Wir haben jetzt 3 Quests, glaube ich, haben wir beendet. Das bedeutet so viel, wie wir könnten in der Theorie 88 werden. Oh. Ja, sehen. Oh, oh, wow. Böse, böse. Jetzt bin ich voll Mörder ans Mikro mit der Hand gestoßen, weil ich mich gerade mal hier am Kinn gekratzt habe. So, und die Pandaren werden hier fleißig ausgebildet. Was kriegen wir hier? Einen Zauberstab. Schaut wenigstens cool aus. Naja, geht so. Andere Befehle werden eingehalten. Um jeden Preis. So. Und da haben wir auch noch was. Komm mal her da. Hey, wie geht's euch so? Wow. Ui. Halt, halt, halt. Ich glaube, den Fokus der Wellensprecherin können wir dafür getrost ablegen. Schönen Tag auch. So, Fokus der Wellensprecherin. So. Und wir haben neue Quests und wir haben, wie viel haben wir denn? 96%, das hat nur 2% gegeben, naja. Haltet die Augen nach der Allianz. Sprecht mit Shadowmeister Chong am Shadowpan-Rückzug im Feuerzweigwinkel. Sprecht mit der Leersucher Cho im Einfass am Kunlai-Gipfel. Und wo willst du hin, dass ich hingehe? Reist zum Gehöft Moshus Pranke am Kunlai-Gipfel und sprecht dort mit Lau Moshus Pranke. Familie, Freunde, Essen. Diese Dinge sind die wichtigsten. Ich würde sagen, wir gehen diese Richtung. Wie schaut es denn eigentlich so kohlemäßig aus? 4-3. Ja, geht so. Fliegen müssten wir uns in der Theorie hier für Pandaria eigentlich gar nicht mehr leisten. Weil, wenn wir 90 sind, ist ja quasi eh so ziemlich alles vorbei. Bye, bye, WoW. Hey, lass mich. Oh ja, genau. Jetzt kommen wir hier zu der lustigen Waschanlage. Huch. Dort kann man Yaks waschen. Hallo. Und tschüss. So, mal gucken. Nee, so weit folgt er mir, glaube ich, nicht. Hallo. Nicht so eilig. Genug davon. So, findet Moshu Pranke Junior im Witzboldwinkel. Halt. Sammelt 100 geruchsintensive Waldgeisternadeln ein. Klingt gar nicht so cool. Guck mal, ist das nicht geil? Eine Jackwaschanlage, da kannst du dann rein und dann... Was sind das für Dinger? Sind das Borsten? Jo. Borsti! So, jetzt müssen wir da so lang. Und hier die kleinen garstigen Typen töten, aber ich reite erstmal da. Och nö, ich reite nicht Vollgas da rein. Hier wird jetzt erstmal gebombt. Ach nee, die kommen ja gar nicht mit, die kleinen Plagegeister. So, naja, da lassen sich ja 100 Nadeln, glaube ich, relativ schnell sammeln. Oder auch nicht. Was ist das? Steckt der in der Erde fest? Ich bin mit dem nicht richtig. Junge! Sie wieder irgendwo eingebuddelt. Naja, was soll der mal machen? Was machst du denn jetzt? Hier, komm mit, mein Freund. Der Typ ist, unterirdisch unterwegs. Gegen den kommen wir nicht an. So, dann kannst du mal helfen. So, gib mir Nadeln. So, und am Ende des Tunnels sieht man schon, da ist dann das Fragezeichen. Da müssen wir hin, da befindet sich Junior. Ach ja. Dieses Elend der Getöte. Wie schauen die Typen hier eigentlich aus? Die habe ich mir auch noch nie so genau angeguckt. Die sind ja
Quasi ein Wichtel mit einer Maske. Hm. Was nicht alles gibt. Krasse Scheiße. So, komm hier, da, hier. Am Stein genuckelt und dann gleich mal einen neuen Stein hergestellt. So, ich hoffe mal, der Typ, der findet dann auch von selber wieder raus. Nicht, dass wir dem jetzt auch noch geleiten müssen hier. Durch die Armeen der Nadelgeister. So, hier irgendwo. Junior hat da irgendwas auf dem Kopf sitzen. Ach du Scheiße. Lass mich, geh weg. So viel wollte ich doch gar nicht auf einmal. Aber nichts, womit wir nicht fertig werden. So, 91 haben wir. Hallo. Bringt 6 entlaufende Jacks zum Eingang der Jacks. Was? Jacksalberei. Loa und Sohn. Euch die Nebel beschützen. So, rauf auf Tuffy und ab geht er, Peter. So, ich bin mal gespannt, ob er die. Ach nee, da wollen wir gar nicht lang. Wir müssen da lang. Wollte gerade sagen, bin mal gespannt, ob er die Jungs hier einfach aus dem Weg rammt. Halt, ich habe noch nicht alle Nadeln. Lass mich doch da. Ich wollte aussteigen. Ach, hier hätten wir aussteigen können. Jetzt ist eh egal. Wir reiten da wieder auf unserem eigenen Mount zurück. Und dann müssen wir uns jetzt erstmal nachbuffen. So. Und dann geht's einmal durch die Waschanlage und das Jack ist wieder sauber. So, dann holen wir uns halt noch so ein Krüppchen voll mit Nadlertypen. Bams. So, haben die 9 Stück insgesamt, ja? Sauber. Dann können wir die beiden Quests wieder abgeben und... lass mal gucken, 99,45. Also ich glaube, jetzt klingelt es gleich im Kasten. Dann können wir nämlich hier dann die Jacksuch-Quest aufgeben. Nicht so eilig. Genug davon. Bam! Stufe 88 erreicht. Ja. Stufe 88 erreicht. Keine Quests. Nichts. Das ist, ja, war absolut. Wow! So, aber warte mal, wenn wir... Was ist das denn? Zug im Feuer, Zweigwinkel. Ich bin gerade am Überlegen, weil wir... Um in die Tolong-Steppe zu kommen, müssen wir, glaube ich, nach hier unten. Deshalb brechen wir jetzt erstmal hier die Jacksuche-Quest ab. Die kann man abbrechen. Und dann gehen wir einmal hier in den... Feuerzweigwinkel. Und gucken, dass wir von dort aus weitergehen in die Tonlong-Steppe. Ja, komm, feuert eure Nadel nur ab. Mich stört das nicht. Im Rücken habe ich eh nur ein bisschen Knochen. So, das hier ist übrigens so ein Spawnpunkt vom Schar des Hasses. Oder der Wut. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe das früher, habe ich das immer so regelmäßig hier und da mal gelegt. Aber mittlerweile, da ist das, tröpft halt entweder ein PvP-Teil oder ein Set-Teil oder... Momentchen, was hat der denn? Berichtet mir von euren Reisen. Sprecht mit Taran zu am Außenposten Longing in der Tolong-Steppe. Sehr gut. Das heißt, wir können hier einfach gemütlich abbrechen. So, und dann schauen wir mal hier, wie kommen wir denn da hin? Was sagt denn die Quest?